Veranstaltung angemeldet für das Aktionsbündnis A100 Stoppen. Und ich bin außerdem bei Changing Cities aktiv. Was ihr nicht wisst, ich bin 1963 geboren. Das war in dem Jahr, als der zweite Abschnitt der A100 mit einem Volksfest von Willy Brandt eröffnet wurde. Danach wurden 14 weitere Abschnitte gebaut, begleitet von Protesten der Bevölkerung. Sprich, seit 50 Jahren gibt es Kampf gegen diese A100. Ich habe noch ein Rätsel für euch. Neue Zahlen. Die neuen U-Bahn-Tunnel, ungefähr 2 Kilometer, brauchen ca. 140 Jahre, bis sich die Umweltschäden, die durch das Verbauen von Zement und die ganzen Bauarbeiten entstanden sind, 140 Jahre, bis sich das amortisiert hat. Was glaubt ihr, wie lange brauchen 7 Kilometer Autobahn mit 4 Kilometer Tunnel und Trog, bis sie sich amortisiert haben, bis die Umweltschäden sozusagen gerechtfertigt sind? Auch das wisst ihr natürlich, das geht gar nicht. Deswegen fahren wir mit dem umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, das es nach unseren eigenen Füßen gibt, dem Fahrrad auf der Autobahn. Hm. Denn Dani bleibt, so wie alle anderen Wälder auch. Und wir müssen die A100 stoppen, so wie alle anderen Autobahnen auch. Danke, dass ihr da seid und dass ihr mitkommt. Heidi wird uns jetzt, Heidi von A100 Stoppen wird uns jetzt gleich nochmal erzählen, was jetzt dringend getan werden muss, damit dieser Wahnsinn an der Stadtautobahn gestoppt wird und die irren Klimafolgekosten gar nicht erst aufkommen. A100 Stoppen macht bei der Anti-Auto-Allianz mit. Das ist ein Aktionsbündnis von derzeit 10 Initiativen bundesweit. Wir fordern von der Bundesregierung ein sofortiges Ende des Neubaus, Weiterbaus und Ausbaus von Autobahnen, Bundesstraßen und aller exklusiven Automobilstrukturen. Die frei werdenden Gelder sollen in eine sozialgerechte und ökologische Verkehrswende umgeleitet werden. Nur so kann der Verkehrssektor bis Ende des Jahrzehnts klimaneutral werden, statt die Klimakrise immer weiter anzuheizen. Wir brauchen eine Mobilitätswende, Erreichbarkeit der Daseinsgrundfunktion, sozial und ökonomisch gerechte und zukunftsfähige Mobilität statt Investitionen in überholte, klimaschädliche Systeme. Dazu muss der motorisierte Individualverkehr Platz an den Umweltverbund abgeben, also Fuß- und Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Bahn. Die richtige Weichenstellung dafür muss jetzt erfolgen, indem der Straßenbau, der die Exklusivität des motorisierten Individualverkehrs immer weiter zementiert hat, gestoppt wird. Alle nach dem Klimavertrag von Paris begonnenen Bauten sind zu prüfen und gegebenenfalls abzubrechen und zurückzubauen. Der Klimavertrag und Klimaschutz stehen über anderen Verträgen. Wie sieht es nun in Berlin aus? Hier nur kurz Stichworte zum Stand der A100. Nach wie vor gilt der Koalitionsvertrag der Berliner rot-rot-grünen Regierung. Kernaussage: keinerlei Planung für den 17. Bauabschnitt. Der 16. erhält einen Abschluss am Treptower Park, der so gestaltet wird, dass er kein Präjudiz für den Weiterbau der A100 darstellt. So weit, so gut oder doch schlecht. Die Planungen ruhen zwar, aber seitens des Senats wurde auch nichts getan, um Weichen zu stellen, zum Beispiel durch Änderungen im Flächennutzungsplan. Und es wird schon jetzt eine Rampe am Ende des 16. Bauabschnitts gebaut, um den möglichen 17. Bauabschnitt kostengünstig andocken zu können. Unseres Erachtens ist das ein Präjudiz. Laut Bundesverkehrswegeplan sind der 16. und der 17. Bauabschnitt in Bau und Fest deponiert, frei nach dem Motto, daran wird nicht gerüttelt. Unser Ziel ist es aber, dass 16. und 17. Bauabschnitt aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen wird. Das muss doch wohl möglich sein. Verantwortlich ist nicht mehr der Senat, sondern der Bund. Das heißt, die im Aufbau
befindliche Autobahn GmbH des Bundes. Wir hoffen aber, dass es, wie bisher zumindest üblich, dabei bleibt, dass der Bund nicht entgegen den Interessen eines Bundeslandes agiert. Die Kosten explodieren. Der 16. Bauabschnitt wird mit über 600 Millionen Euro fast dreimal so teuer wie ursprünglich geplant. Und für den 17. Bauabschnitt macht jetzt schon ganz offen 1 Milliarde die Runde. Die Elsenbrücke wird zurzeit zurückgebaut. Das dauert bis 2028. Solange die Elsenbrücke nicht fertig ist, kann der 16. Bauabschnitt nicht eröffnet werden. Mit der Elsenbrücke steht und fällt ein möglicher Weiterbau der A100. Daraus ergibt sich die Chance, Druck rauszunehmen und nach Alternativen zu suchen, wie der Verkehr auch ohne den 17. Bauabschnitt fließen kann. Wir von A100 stoppen fordern. Kein Weiterbau der A100 vom Treptower Park über durch Friedrichshain bis zur Stocker Straße. Keine Autobahn quer durch dicht besiedelte Wohngebiete. Und das im 21. Jahrhundert. Dieser Wahnsinn muss aufhören. In diesem Sinne, hopp, 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 A100 stopp. Hopp, 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 A100 stopp. Spreche ich zunächst über die Autobahn 100 auf der anderen Seite Berlins. Dort ist der 17. Bauabschnitt geplant, der durch Treptow, Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg gehen soll. Er wird viele Clubs zerstören, wird Wohngebiete trennen und eine Menge Lärm und Schmutz für Anwohner bringen. Geplant wurde das in den 1950er Jahren. Eine genaue Streckenplanung bzw. eine Untersuchung der Trasse gibt es bisher nicht. Trotzdem steht dieser Abschnitt im Bundesverkehrswegeplan, der 2016 vom Bundestag beschlossen wurde, als im Bau mit einer Dringlichkeit fest disponiert. Egal, mit welchen Politikerinnen wir sprechen, sie meinen alle, dass gegen diesen Beschluss nichts unternommen werden könnte, außer ein paar Schönheitsreparaturen, was den Trassenverlauf betrifft. Den Bau verhindern könnte Mensch nicht. Ebenso argumentiert das hessische Verkehrsministerium im Fall der A49. Für dieses Ministerium ist die Planverstellung Recht und Gesetz. Politisch könne es nichts entscheiden. Und das ist die Krux. Für mich ist dieses Gesetz, dieser Bundesverkehrswegeplan, von Menschen gemacht und beschlossen. Warum sollten Menschen ihre Entscheidung nicht ändern und korrigieren können? Es handelt sich ja nicht um ein Naturgesetz. Ganz anders sieht es aus mit dem Klimaabkommen von Paris. Zwar waren die Verhandlungspartner die Staaten, die sich für ihre Menschen einsetzten, aber hier saß noch ein ganz anderer Verhandlungspartner am Tisch. Nämlich das Klima, das Naturgesetzen unterworfen ist. Und wie wir wissen, lässt das Klima nicht mit sich verhandeln. Wir haben keinen Spielraum. Seltsamerweise verstoßen die Länder immer wieder gegen die Vereinbarung des Pariser Abkommens, obwohl es weltweit rechtsverbindlich ist. Dabei kommen sie hier nicht mit einer finanziellen Vertragsstrafe davon. Die Strafe für das Nicht-Einhalten ist die Unbewohnbarkeit der Erde. Ganz anders sieht es mit einem Bauabschnitt einer Autobahn aus. Hier kann der Bundestag dieses Bauvorhaben aus dem Gesetz streichen. Vielleicht gibt es eine Vertragsstrafe gegenüber Planungs- und Baufirmen. Aber das richtet niemanden zugrunde. Darum kämpfe ich weiter im Aktionsbündnis 100 stoppen. Ich glaube daran.
dass dieses klimaschädliche Projekt einer rückwärtsgewandten Verkehrspolitik verhindert werden kann. Wir lassen uns nicht foppen. A100 stoppen. Also 5 Jahre Pariser Abkommen. 5 Jahre hatten wir die Chance, wenigstens ein wenig was zu tun, um das Ruder rumzureißen, und es ist passiert nichts. Der Kohleausstieg ist kein Ausstieg, sondern eine Bestandsgarantie für die stinkenden Kohlekraftwerke, und auch die Verkehrswende kommt nicht voran. Im Gegenteil, obwohl der Verkehr 20% der CO2-Emissionen in Europa ausmachen, wird immer noch viel mehr Geld in Autobahnen investiert als in die Eisenbahn oder in die Radinfrastruktur. Wir haben in Deutschland geplant, 850 Kilometer neue Autobahnen zu bauen. Nun, bei uns in Berlin wird auch eine Autobahn gebaut. Ihr wisst das alle, die A100 zum Treptower Park ist die teuerste Autobahn Deutschlands. Ein einziger Meter dieser Autobahn kostet 200.000 Euro. Trotzdem wird die A100 gebaut. Und das soll noch nicht alles sein. Es wird geplant, danach einen Doppelstocktunnel durch den Ostkreuz-Kiez zu bauen. Das heißt, der Kiez würde 10 Jahre lang eine einzige Baustelle sein, damit danach Autos doppelstöckig durch Friedrichshain fahren können. Hört sich an wie ein schlechter Scherz, ist aber die Planung. Und es haben sich bereits die ersten Politikerinnen und Politiker dazu geäußert. Bestes Beispiel ist der Bürgermeister aus Treptow-Köpenick. Und in Berlin werden mittlerweile mehr als 2/3 der Wege komplett ohne Auto zurückgelegt. Das über die Hälfte der Berlinerinnen haben gar kein Auto. Und weil das so ist, sagen wir: Stopp alle Autobahnneubauten. Sofort! Rückbau von zu großen Straßen. Autofreie Innenstädte. Tempolimit. Ausbau der Radwege und Bahnen. Sofort! Und natürlich das Ende der Autosubventionen. Sofort! Wer Klimagerechtigkeit meint, muss radikale Verkehrswende sagen. Nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern jetzt, hier und heute. Die fetten Autojahre sind vorbei. NKs. Zusammen mit der Mobilität sollten wir 3 Millionen Tonnen das Limit und das Limit einhalten. Dazu haben wir uns als internationale Gemeinschaft verpflichtet. Und das mindestens, aber also stand das eine gigantische Leistung, jetzt während der Corona-Krise über 30.000 Unterschriften zusammenzubekommen, damit wir hier überhaupt Klimabürgerräte in Berlin bekommen, die nochmal ganz anderen Schwung in die Debatte bringen. Vielleicht doch mal wie Hands up für Klimaneustart. Vielen Dank.